Herzlich willkommen zum Jokerfest 2024. 22. Jokerfest hier zusammen mit Miriam. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Und wir warten jetzt auf den Tag, was so passiert. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Und ich muss sagen, ich bin total überrascht, weil 2024 ist jetzt nicht unbedingt das Sommerjahr überhaupt. Aber trotzdem ist es kurz nach 10 und die Menschen sind schon da. Was bedeutet, die Faszination für Custom Bikes ist riesengroß. Andreas, wir können wieder heute einiges erwarten. Was können wir erwarten? Also wir haben wie jedes Jahr eine Bikeshow und die ist auch schon ganz gut besucht. Wetter ist ja nicht ganz so schlecht wie in den letzten Tagen, also passt ganz gut und sieht auch so aus, als wenn wir recht viele gute Motorräder da sehen werden. Ist eigentlich immer so ein bisschen das Highlight. Und dann im Tagesprogramm haben wir Probefahrten und natürlich kann jeder hier schauen, was wir so tun. Alle Türen sind auf und ob es die Schweißerei ist oder die Fräserei, jeder kann gucken, was wir so machen, wie wir unsere Bikes zusammenbringen. Und natürlich herzlich willkommen in der Bike Show. Also ein Highlight nach dem anderen. Wir nehmen euch mit. Also jetzt schon mal viel Spaß. Guido, es ist nicht das allererste Mal, dass ich dich hier bei Thunderbike sehe, was natürlich auch damit zu tun hat, dass du so ein auffälliges Bike hast. Du bist ja natürlich bei der Show auch mit dabei. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was zu deinem Bike erzählen. Ja, also das ist eine 2011er Deluxe, die ich so umgebaut habe, mit Lackierung vom Chico, eine Sattel von Spirit Leather, 21 Zoll Vorderrad, 16 Zoll hinten, quasi alles verchromt, was irgendwo möglich ist. Und mit dem Airride für die Optik halt super und zum Fahren halt auch. Absolut. Was ist für dich so das Highlight bei diesem Gesamtprojekt gewesen? Weil ich kann mir vorstellen, dass du es jetzt nicht in einer Woche gemacht hast, du dich richtig selber hingesetzt, hast du Empfehlungen in dir eingeholt? War das so ein Projekt, was du mit anderen dann natürlich umgesetzt hast? Oder sagst du, nein, so will ich es genau haben? Oder hörst du da auch mal auf Profis? Also ich, klar, man holt sich irgendwo Anregungen, aber es ist so ein Prozess. Man macht jeden Schritt einzeln und ja, man sitzt mit Kumpel zusammen in der Garage und überlegt einmal beim Bier, was machen wir? Wird es Big Spoke? Wird es eine Speichenfelge und dann ist das halt ein Projekt, was insgesamt über knapp 2,5 Jahre so geworden ist. Wie kommt es, dass du so eine Faszination für Harley-Davidson, aber vor allen Dingen auch für Custom-Bikes hast? Wo kommt das her? Also ich fahre seit 2016 Harley-Davidson, damals bei der ersten habe ich gesagt, ist egal was, Hauptsache kein Chrom. Und hier war genau das Gegenteil, alles was irgendwie geht, muss verchromt sein. Okay, und wie kam der Switch? Kann ich dir gar nicht beantworten. Sehr schön. Jetzt haben sich, glaube ich, 38 Bikes hier angemeldet. Hast du schon mal hier einen wirklichen Sieg abgesahnt oder was glaubst du, was dieses Jahr für dich drin ist? Also ich habe hier noch nie teilgenommen an der Bike Show. Für mich quasi Premiere hier vor Ort. Und ja, ich lasse mich überraschen. Sind auf jeden Fall viele geile Bikes dabei. Na, jetzt sei nicht so bodenständig. Glaubst du irgendwie Top 5 wäre drin für dich? Ich meine, schau dir mal dein Bike an. Da ist so viel Liebe drin. Wenn ich mir keine Chancen ausmalen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht teilgenommen. Sehr gut. Das wollte ich hören. Viel Glück. Danke. Einem Motorrad-Event der Extraklasse natürlich auch gehört, sind wunderschöne Frauen. Und jetzt kommt's, ihr habt sogar eure eigenen Bikes mitgebracht. Vielleicht könnt ihr euch selber kurz mal vorstellen, wer seid ihr denn überhaupt? Ich fange mal bei dir an. Ja, ich bin Libea, komme aus Castrop-Rauxel und bin heute leider mal mit dem Auto, weil ich etwas angeschlagen bin, noch von Sylt, vom schlechten Wetter. Aber dabei sein ist natürlich alles. Also auch nicht mit Bike hier, sondern mit deinem Auto, aber trotzdem, wie du sagst, dabei sein ist alles. Schön, dass du dabei bist. Und du? Ich bin die Melissa, ich komme aus Mahl und ich bin vorbildlich mit dem Bike hier. Sehr schön. Und du? Ja. Mein Name ist Julia, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Waldbrühl und bin auch heute mit dem Bike hier. Bei dem Wetter muss man ausnutzen. Auf jeden Fall muss man dieses Wetter ausnutzen. Ich habe gerade gehört, du bist die Mama, ist das richtig? Das ist richtig. Und fährst du Motorrad, weil Mama Motorrad fährt oder wo kommt die Leidenschaft her? Genau andersrum. Ich fahre, weil sie fährt. Ja. So, ja. So. Endlich hat es geklappt. Die erste Saison.
Hat das gedauert, die Tochter mit dieser Leidenschaft zu infizieren? Oder? Oh ja, das hat ein bisschen gedauert. Da haben wir ein paar Jahre geredet und irgendwo gegen eine Wand getreten. Aber dann war sie mit in Budapest zum 120-jährigen Harley-Event. Und da war sie natürlich hin und weg. Also wir alle, weil es einfach mega war. Und innerhalb von 4 Wochen den Führerschein gemacht. Hut ab nochmal. Und mein Kind, jetzt steht sie hier mit dem dicken, fetten Mann, den sie hat. Das hört sich nach einer stolzen Mama an. Ja. Wie ist es denn bei dir entstanden, das Motorradfahren? Wann hast du angefangen? Angefangen schon früher im Jugendheim mit 14, 15 hinten rauf bei den Jungs. War natürlich cool. Dann, ja gut, wie der Werdegang so ist, 3 Kinder zur Welt gebracht, Mutti gewesen, zum Sandkasten gegangen, Wäsche gewaschen und irgendwann 2015 eine neue Liebe kennengelernt. Und auch angefixt, weil hinten drauf sitzen ist ein bisschen doof. Also habe ich nochmal mit, ja, kann man sagen, 54 den Führerschein gemacht und fahre jetzt die fast 9. Saison und bin überaus glücklich. Ne? Mit 54 erst angefangen, ja. Motorrad zu fahren? Ja, aber besser spät als nie, ne? Genau, wie kann, so habe ich auch gesagt. Wie kann ich mir so einen typischen Tag bei euch vorstellen? Trefft ihr euch dann und fahrt eine Runde? Irgendwo schön zum Restaurant? Oder also so richtige Mutter-Tochter-Touren gibt es doch bestimmt auch. Ja, also wir fangen, wie gesagt, jetzt an, aber wir waren zusammen auf Sylt, vorher Rüdesheim und das ist natürlich toll, wenn das Kind immer dabei ist, ne? Und das eben auch schon alles kennenlernt, was Mama schon mehrmals hintereinander in den Jahren erlebt hat. Also und sie fährt super für die erste Saison, ich bin mega stolz, weil ich auch immer noch so hinten dran bin und schaue und guck. Man hat natürlich ein bisschen Angst, aber no risk, no fun, wie man so schön sagt und sie macht das perfekt. Und vor allem, wie du schon sagst, es ist erstmal, also es ist deine erste Saison und dann gleich auf so einem Motorrad, das ist ja unglaublich, für in Anführungsstrichen eine Fahranfängerin direkt das ganz große Kaliber. Magst du es mal ein bisschen mitnehmen? Was hast du da unterm Hintern? Also erste Saison ist nicht ganz richtig. Ich habe meinen Führerschein letztes Jahr im September gemacht. Dann war die Saison natürlich fast vorbei, aber habe jetzt in den Zeitraum schon über 6000 Kilometer abgekloppt und ist auf jeden Fall schon ganz schön. Die Wahl des Motorrads war nicht so einfach. Ich habe natürlich überlegt, soll ich mir erstmal was Kleines holen, damit ich auch ein Fahrgefühl bekomme und so weiter. Aber ich wusste, dass ich relativ schnell unzufrieden bin. Dann verkaufen, dann muss man erst wieder jemanden finden, der das will. Dann hat man vielleicht noch Verlust. Und ja, der Mann meiner Mama ist ganz gut im Harley-Thema und hat mich dann auch ziemlich gut beraten. Und ja, jetzt bin ich froh mit der Entscheidung. Ja. Wahnsinn. Ja, wenn dann richtig, ne? Sofort. Genau. Ja. Wie ist es bei dir? Du hast jetzt auch dein Motorrad mitgebracht. Genau. Die steht hier. Ja. Ihr seid befreundet und fahrt auch zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben uns kennengelernt durchs Harley-Fahren. Genau, also wir waren das erste Mal auf einem Stammtisch zusammen und jetzt letzte Woche waren wir zusammen auf Sylt. Da sind wir zusammengewachsen und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall auch... mal unsere Alterskategorie zusammen. Also auf Sylt war natürlich eher älteres Kaliber und da waren wir ganz froh, dass wir uns da hatten. Und wo kommst du her? Ich komme aus Waldbröl, das ist Richtung Gummersbach, ungefähr 200 Kilometer von hier. Und du bist die ganze Strecke jetzt hierher gefahren? Ja, also nach Sylt juckt mich gar nichts mehr. Achso, ihr seid komplett nach Sylt hoch? Wir sind mit den Bikes hochgefahren und auch wieder zurück. Okay, und wo kommt die Leidenschaft fürs Motorradfahren und auch für Harley-Davidson bei dir her? Also ich fahre tatsächlich auch noch nicht so lange. Ich fahre jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Es hat bei mir mit einem Fotoshooting angefangen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Fotos machen unter der Brücke. Es war auf einer Streetbob damals auch komplett umgebaut. Und ja, dann hieß es, komm, mach die Maschine doch mal an. Und ich sage, auf gar keinen Fall, es ist viel zu schwer. 5 Minuten später war ich dann im ersten Gang meine Ründchen am Fahren und dann bin ich sag mal, drauf hängen geblieben. Dann habe ich direkt einen Führerschein gemacht, habe mir die Maschine gekauft, habe die jetzt letzten Winter umbauen lassen, komplett. Ich wollte gerade sagen, so ganz original sehen ja beide nicht aus. Spirit Leather war da, glaube ich, auch ein bisschen am Werk. Genau, der Jimmy hat mir den Sitz gemacht. Der ist wirklich super. Also wir sind von Sylt 14 Stunden zurück nach Hause gefahren. Und ich hatte keine Schmerzen am Hintern. Also super. Die passende Tasche hat er auch dazu gemacht. Super schön. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Sehr schön. Ja, das kann er, genauso wie Sander Baquet natürlich auch. Also alles, was Umbauten angeht, hat mir ja hier so viel zu sehen, zu bestaunen. Das ist echt irre. Wie wird euer Tag jetzt noch weitergehen? Es ist ja noch früh.
Wir haben keine Pläne und wir schauen einfach mal, was der Tag noch so bringt. Sehr schön. Bleibt ihr auf jeden Fall, bis die Livebands heute Abend spielen? Wenn wir nicht rausgeschmissen werden, ja. Das werdet ihr natürlich nicht, aber so ein bisschen benehmen solltet ihr euch natürlich auch. Aber das kriegen wir hin. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Mädels. Ja, danke. Ich freue mich, euch hier zu sehen und dann schaue ich mal, was es hier sonst noch so gibt auf dieser grandiosen Fläche bei Thunderbike. Danke. Ja, wie Andreas gerade schon gesagt hat, haben wirklich die Gäste die Möglichkeit, hier die Bikes zu testen. Ich habe gerade Udo geschnappt. Udo, du gehst jetzt gleich auf große Tour. Was hast du dir ausgesucht? Eine Streetbob, die wir selber fahren, mit einem Klappenauspuff. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Okay, es hört sich so an, als hättest du schon richtig Ahnung. Oder ist es das erste Mal, dass du Harley fährst? Nicht? Nee. Wo kommt deine Faszination her? Motorsport. Okay. Ich habe mit Motorsport angefangen und bin dann jetzt die letzten Jahre auf Harley gestoßen. Und es ist einfach cool zu fahren. Okay, klasse. Und du fährst selber? Ja, eine Streetbob. Du fährst dieses schon? Modell, ja. Aber warum testest du denn jetzt eine Streetbob? Warum nicht mal was ganz Neues? Kann ich dir sagen, die hat einen Klappenauspuff und das will ich jetzt mal genießen. Ah, okay. Den Unterschied willst du genau, testen. Genau, genau deshalb. Sehr und schön. Es ist auch immer schön, in der Gruppe zu fahren. Mhm. Ist einfach mal was anderes. Okay. Und es macht jedes Jahr Spaß. Das glaube ich. Kommst du jedes Jahr hierher? Jedes Jahr. Vom Nürburgring sind wir. Oh, okay. Und warum kommt ihr hierher zu Thunderbike? Thunderbike A, für mich die Nummer 1 ist in der Welt, was Umbauten angeht. Und die Jungs, die sind noch alle top in Ordnung. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. War okay. Sicher und bin ich gespannt, was du gleich sagen wirst. Ja, alles klar. Okay, danke schön. Danke dir. Ricky, du kommst gerade von der Show, von der Bühne runter. Wie war's? Voll aufregend. Erste Mal. War schon spannend, auf jeden Fall. Wie war's? Also, was wurden dir für Fragen gestellt? Ich meine, du bist ja mit deinem Bike hier. Das präsentieren zu dürfen, ist doch echt irre, oder? Die Menschen haben ja gestaunt ohne Ende. Wahnsinn. Der absolute Irrsinn, ganz ehrlich. Ja. Erste Mal heute hier und überhaupt so eine Show mitgemacht. Ich war vor 3 Wochen noch in Dortmund noch gewesen, war für mich schon eine Riesenehre. Durfte sogar einen Pokal mitnehmen. So, und Thunderbike war für mich halt die Nummer 1 jetzt. Überhaupt hier die Zusage zu kriegen, war schon Wahnsinn. Dass du jetzt mit dabei sein durftest, klasse. Und wie geht denn dein Tag heute noch weiter? Bleibst du noch ein bisschen hier? Ich bleibe auf jeden Fall noch was hier. Wir werden auf jeden Fall noch so lange bleiben, bis wir wissen, ob du gewonnen hast. Oder welche Platzierung du gemacht hast. Und wenn ich gar nichts gewinne, ich durfte dabei sein, das ist das Beste für mich. Dabei sein jeden ist Fall. Alles. Ich gebe die Hoffnung und die nicht auf. Faszination teilen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Ricky. Danke. Auch du kommst jetzt gerade hier von der Bühne direkt zu mir runter und ich muss sagen, du bist der Erste, der jetzt zu mir kommt und schon wirklich einige von den Anhängern hat, weil es ist ja so, dass die bei der Show teilnehmen, sich gegenseitig bewerten und das sieht ja schon richtig gut aus, oder? Ja, ich bin auch erstaunt. Ich habe es auch jetzt gerade erst gesehen, als ich nochmal zum Moped gegangen bin. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? Ich meine, was natürlich sofort ins Auge fällt, ist die Lackierung. Was ist das Gesamtkonzept? Du hast mit Sicherheit auch erstmal klein angefangen oder war das komplett? Also, das ist ja eine ganz normale Softail-Standard. Ich habe auch Bilder von bis immer gemacht. Die ist auch nicht das erste Mal umgebaut worden, also schon die vierte Lackierung mittlerweile. Weil ich wohne beim Ingo Kruse direkt um die Ecke, kenne ihn auch so ein bisschen. Schöne Grüße, Ingo. Dann ist das natürlich praktisch, wenn man da mit ihm gut sprechen kann. Der macht ja immer wahnsinnig gute Arbeiten. Ja, und so habe ich eigentlich alles selber gemacht. Eine Springergabel reingebaut, 50 mm gekürzt die Gabel, die ist normal ein bisschen höher. Müller-Fahrwerk reingemacht, hinten Pullibremse, damit die rechte Seite vom Rad frei ist. Das sieht ja schöner aus, wenn man da so guckt. Absolut, so ist das Rad frei. Ne? Aber auch das sieht mir nicht ganz original aus. Nee, das ist nicht original. Nein, das ist nicht original. Das Was ist hast du denn da? Ein 260er, also 850 mal 216. 260, dann hier die, das ist also auch selber gemacht, das, der Spacer, damit der so wie vorne passend aussieht, optisch.
Ja, was? Was bedeutet bei dir selber gemacht? Kann ich mir das so richtig vorstellen? Ich habe mir eine Zeichnung gemacht am Computer, ja, und habe das drehen lassen oder teilweise selber gedreht und gefräst, je nach Möglichkeiten. Ich habe nicht die Möglichkeiten, wie die ihr hier so habt, das ist natürlich nicht, aber also alles selber gezeichnet, zumindest konstruiert, sagen wir mal so. Wo kommt denn bei dir diese Faszination her? Ich bin aber seit meinem 15. Lebensjahr am Schrauben. Mofa, Moped, Motorrad. Und dann, wenn man einmal so dabei ist, dann macht man das, ne? Dann bleibt man dabei. Ja. Bist du denn jetzt genau so happy oder was wird jetzt noch passieren? Also irgendwas ich weitergehen? Habe jetzt gesagt, das müsste jetzt langsam mal das Ende sein. Das habe ich aber schon 5-mal gesagt. Also das ist auch das Schöne am Kastenreisen. Ja, ja. Irgendwie ist nie Ende. Irgendwie geht immer noch ein bisschen mehr. Ich bin wahnsinnig gespannt, ja, wie du abschneiden wirst. Es sieht gut aus, aber wir haben auch noch ein paar Bikes. Ja, sind ja schöne Bikes. Also. Ja. Ich bin auch nicht traurig, wenn es nicht so ist. Ja, gut, dabei sein ist alles, haben wir heute schon mal gehört. Genau. Aber trotzdem würde ich dir den Erfolg sehr gönnen. Deswegen vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dass du dabei warst. Danke auch. Danke. Ciao. Du kommst gerade direkt von der Ride-In-Show, von der Bühne hierher gefahren und hast Platz 5 abgeräumt mit einem echten Oldschool-Schmuckstück. Hättest du das erwartet? Ja, hi, danke erstmal. eigentlich nicht erwartet. Ich war letztes Jahr schon mal hier und habe mitgemacht. Da habe ich 2 Stunden weniger bekommen als dieses Mal. Diesmal habe ich 9 Stimmen, das hat wohl gereicht. Freue ich mich natürlich drüber. Ganz überraschend. Ich habe heute Morgen erst die Gabel eingebaut und das Lenkkopflager und dann kurz vor knapp hier angemeldet. Da war gar nicht der Plan. Oh, und jetzt habe ich einen 5. Platz gemacht. Freut mich natürlich auf jeden Fall. Der Pokal ist schön, der passt ins Regal. Ja. Absolut, absolut. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Ich meine, da kann man jetzt Stunden drüber reden, aber vielleicht magst du uns mal ein bisschen die wichtigsten Highlights von dir auf jeden Fall erzählen. Ja, ich habe das Ding damals gekauft als Schrotthaufen. Die Karre lief noch nicht mehr. Ich habe die quasi blind gekauft, nur gesehen. Das hat nichts funktioniert. Dann habe ich einen Motor und das Getriebe rausgenommen, komplett überholen lassen. Das war schon teurer als das Motorrad selber im Endeffekt. Ne? Dann viel Lehrgeld natürlich verschwendet. Den Rahmen komplett blank gemacht, mal pulvern lassen. Ja, einen offenen Riemen rangemacht, wo der TÜV natürlich immer so ein bisschen Auge drauf wirft. Ansonsten aber sieht für manche Leute vielleicht unkomfortabel aus, aber ich bin damit jetzt schon 2-mal bis Spanien gekommen, ohne Pannen. Und dieses Jahr im September steht wieder Spanien an mit der Karre. Das läuft auf jeden Fall. Wie du fährst wirklich nach Spanien runter? Andere nehmen ja den Hänger. Eine Gepäckrolle hinten drauf, eine große, mit einem Zelt und Schlafsack. Hier ist immer Werkzeug drin, Ersatzteile. Und dann fahren wir einfach los, gucken, wie weit wir kommen. Wie, und dann zeltest du richtig in der Wildnis und die steht dann neben Zelten dran? Im Wald oder auf dem Parkplatz, wo die Einkaufswagen stehen, haben wir ein Dach über dem Kopf. Oh mein Gott, ja, das ist ganz spartanisch immer. Unfassbar. Ja. Wo kommt bei dir diese Faszination her? Ich meine, du bist ein junger Kerl, andere sagen sich, ach, ich kaufe mir irgendwie was Neues, das muss ich nicht antreten, ne, sondern es springt auf jeden Fall immer an. Wo kommt das bei dir her, dass du so viel Mühe und Zeit und Liebe investierst? Gute Frage. Ich hatte vorher eine Maschine von 2010, eine Twincam. Dann habe ich die parallel dazu gekauft. Dann musste ich die natürlich aufbauen, Geld reinstecken. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Dann kam die White Light weg. Und das hat einfach mir hier schon immer so gefallen, wenn ich die ganzen alten Karren sehe, ne? Dann sticht man natürlich mit raus und ja, dann bin ich da irgendwie dran hängen geblieben. Ist so eine Hassliebe, ne? Mit so einer alten Karre gibt es Probleme und viel Liebe natürlich auch, wenn es läuft, aber sonst aber... Aber auch das kann man ja lieben, ne? Dass man immer irgendwie da rumfummeln muss. Ja. Und gehört auch dazu, ne? Man muss ja auch schrauben, man kann ja nicht immer alles laufen. Klar, bei den alten Dingern, da muss man sich die Hände mal dreckig machen, ja. Ja, schön. Janik, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt sehr gespannt, wer denn auch wirklich unsere Show gewinnt. Deswegen schauen wir mal genauer hin. Schau, danke dir, Janik. Ja, danke auch. Schönen Tag, schönes Wochenende. Das ist ja der Hammer. Platz 1. Hast du damit gerechnet? Nein, ehrlich gesagt nicht. Komm, just for fun sind wir hierher gefahren. Und wenn man was gewinnt, dann ja. Wenn nicht, freue ich mich für die anderen. Ist nun mal so. Natürlich will man sein Bike zeigen, was man selbst gebaut hat.
Ja, was gegessen, was getrunken, noch einen ersten Platz abgesahnt. Besser kann sich glauben. So kann ein Tag bei Thunderbike aussehen. Sehr, sehr schön. Das fand ich auch wirklich gerade faszinierend. Du hast auf der Bühne erzählt, du hast es wirklich komplett selbst umgebaut. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie kamst du überhaupt dazu, zu sagen, ich fange jetzt an und dann wirklich alles in einem Rutsch? Oder hast du Step für Step über viele Jahre hinweg das jetzt gemacht? Nein, das mache ich nicht mehr. Das habe ich bei meiner ersten Harley gemacht, war eine V-Rod. Dann habe ich über 4 Jahre jeden Winter 260, 280, 300, NLC, Umbau und sowas alles. Und dann hatte ich eine Street Glide. Da war ich nicht so glücklich mit. War mir zu schwer und dann habe ich gesagt, musst du was anderes her. Unsere Kumpels, meine Kumpels, die haben schon Fatboys oder Breakouts. Dann willst du natürlich was anderes bauen. Und neu gekauft. Ich glaube, die hatte mal 50 Kilometer runter, komplett auseinandergeruppt und dann Andreas angerufen, Teile bestellt oder Roman eher gesagt, ja, Chico, Jimmy und solche Sachen. Dann klappte das nicht, dann kamen falsche Felgen nach 3 Monaten. Das war alles, ja, das war schon, man ist ja auf heißen Kohlen, sitzt man quasi, man will nur zu Ende machen. Ja, ja, klar. Und so ein kleines Teil fehlt hier und du kannst nicht weitermachen. Aber wenn das dann so ein Auf und Ab der Gefühle ist und sie steht dann jetzt hier, es ist eine wunderschöne Heritage und dann gewinnst du jetzt auch noch hier bei der Show, wie fühlt sich das denn für dich an? Ja, ist natürlich super, auch die Anerkennung von den Leuten. Natürlich gibt es auch, Geschmäcker sind verschieden, manche Leuten gefällt das nicht, aber völlig okay, weil das habe ich ja für mich gebaut und nicht für die anderen. Ne? Schön, hast du wirklich schön gesagt. Ja, ist so wirklich so. Ich würde das gerne nochmal wiederholen, was Clemens gerade auf der Bühne gesagt hat. Dein Motorrad ist reduziert auf das Maximale. Und das finde ich eine super Zusammenfassung. Dir wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du mit dabei bist, dass du ja, hier beim Event mit dabei bist, dass du mitgemacht hast und du hast es wirklich verdient. Also unfassbar. Ja, danke für deine Mühe, die du reingesteckt hast. Danke auch. Oder? Ja, dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Ja. War echt eine Überraschung. War es wirklich eine Überraschung? Weil ich wirklich. Ich habe schon gedacht, oh Mensch, die Kollegen gucken mir mal, wo die Nummern sind, wo die Mopeds stehen. Ne? Hier, fahr mal als nächstes vor. Und ich manchmal ein Kumpel mit der Fatboy, Stefan, sage ich, irgendwie bin ich noch gar nicht. Und wurde jetzt Irrit noch ausgerufen, sage, erster Platz. Und dann hat er gesagt, du, es gibt noch Best of Show. Sage ich, wie, Best of Show. Und da wurde ich halt aufgerufen. Ne? War halt ganz praktisch. Wie schön. Ja, weil genau das wollte ich nämlich sagen. Best of Show. Ich habe dein Bike gesehen, habe gedacht, naja, wenn eins gewinnt, dann deins. Weil es gibt ja genau diese Motorräder, die siehst du einmal und du kriegst auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Und dazu gehört auf jeden Fall deins. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Erzähl uns. What the heck? Ja, ich erzähle mal. Ja, es ist halt eine Breakout gewesen von 2018. Hatte ich letztes Jahr gekauft, war mit der noch original in Fark. Und dann habe ich gedacht, über den Winter einfach mal umbauen. Und da war halt die Überlegung, was baut man sich halt? GP-Style fährt natürlich nicht jeder. Von der sportlichen Sache her, vorher hatte ich eine Ape gehabt, jetzt ein bisschen mit Stummelenkern. Lässt sich aber super fahren, hätte ich nicht gedacht. Im Ernst, ja? Also, dass es mal eine Breakout war, kann man meines Erachtens nur daran erkennen, an der Gabel, die nach vorne gebogen ist. Aber ansonsten, wenn du die Linien siehst, da ist ja wirklich alles mal in die Hand genommen worden, oder? Genau, richtig. Also eigentlich habe ich auch den Motor zum ersten Mal zerlegt. Also zum ersten Mal haben wir uns angetraut, die Teile zum Pulvern. Dann haben wir die eigentlich immer Motor behandelt, so gelassen, wie es war original. Da hatten wir überhaupt keine Ahnung. Parts anbauen kann ja eigentlich auch fast jeder, wenn man da ein bisschen geschickt ist. Aber den Motor noch zu zerlegen und zu pulvern. Gerade von der anderen Seite haben wir noch so ein kleines Bullauge, was kaum einer hat. Oder die Stöße noch in grün lackiert. Aber ansonsten war halt die Inspiration hier durch Thunderbike, GP-Style. Da hat man sich überlegt, wie macht man halt. Ne? Aber ist es wirklich eine reine Idee von dir oder hast du dich mit Andreas oder mit wem auch immer zusammengesetzt? Nee, also das war eigentlich nur wir 4 als Gruppe haben uns überlegt, wie könnte man es machen. Klar holt man sich hier so
Tipps und Tricks von Thunderbike. Da guckt man halt, dann misst man hier mit dem Zollstock und Bandmaß, wie sind die Bremsleitungen und gucken mal, wie haben sie die Kabel verlegt. Da hat man schon mal ein bisschen Spionage gemacht halt. Ne? Ja. Aber ansonsten haben wir das eigentlich selbst irgendwie über den Katalog halt Thunderbike-Seite angeklickt und darauf dann halt umgebaut. Ja, aber schön, dass ihr das so auch als Gruppe macht. Ne? Dann wird die Webseite aufgemacht und dann, was können wir jetzt hier mal bestellen, ja, und dann machen. Ja, richtig. Aber ihr habt natürlich auch noch andere Experten mit dazu geholt, wenn ich das so sehe, ne? Wie alleine der Tank übergeht in den Sitz. Ja. Wer war da am Werk? Das sieht mir ein bisschen nach Spirit Leather aus. Ja, richtig, genau. Der kam letzte Woche Freitag auf, deswegen konnte ich noch keine richtige Probe fahren. Ne? Jimmy meinte, den schicke ich dir jetzt zu. Hab den angepasst, auch ohne Bike vorbeizubringen, sondern ich habe mit Schablonen versucht, ihm das gut zu vermitteln, dass er dann halt den optimal anpasst. Und der sitzt 1A, finde ich. Auch super bequem, kann man echt nur empfehlen. Okay, na gut, also das Feedback, wie sie sich dann schlussendlich mit dem Sitz dann fahren lässt, das kommt noch. Ja. Ich bin da ja gerade ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich finde, auf den Bike sitzt du ja auch immer wie so ein Klappmesser drauf. Ja, das liegt an dem Fußrasten vorne, an den Stummeln, das ist richtig. Genau, aber wenn du sagst, es ist mein Bike, ich liebe es, ja, mir soll es gefallen. Absolut, das macht Spaß. Bin natürlich jetzt auch erstmal vielleicht 200 Kilometer gefahren, das war letzte Woche. Heute natürlich mit dem Hänger hierher, wegen dem Wetter. Bin jetzt gespannt, wie es halt wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Wir freuen uns auch, dass du dabei warst. Alles klar, danke für den Augenschmaus. Danke, dass wir die Leidenschaft mit dir teilen dürfen. Ja, und vielen, vielen Dank. Wirklich. Danke, Thunderbike Pro, und besser schau. Ja. Ja, ich stehe hier mit keinem Geringeren als den Eigentümer und dem Mann, der das Mastermind von Thunderbike ist, Andreas Bergerfort. Andreas, wie war die Bikeshow heute? Also ich fand die Bikeshow sehr, sehr, sehr aufregend. Also war unglaubliche Bandbreite. Also wir hatten ja wirklich von der Transalp, eine umgebaute Transalp, über irgendwelche Matrix-Bikes bis hin zu den absoluten High-End-Krachern war alles da. Und die war auch voll, wo wir heute Morgen so ein bisschen Befürchtung hatten wegen dem Wetter, dass vielleicht die eine oder andere nicht kommt, aber am Ende war es wirklich voll und auch wirklich gut hochkarätig besetzt. Ihr baut Bikes. Für dich ist das Thema Custom Bike immer noch das bestechende Thema, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist da, wofür wir leben, wovon wir am Ende natürlich auch leben. Und das ist auch das, was wir hier mit Begeisterung immer wieder neu kreieren, neu durchsetzen. Und jetzt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nächstes Jahr 40 Jahre sensationelle Thunderbike-Jahre hinter uns bringen, dann werden wir natürlich auch noch mal Gas geben und das ein oder andere hervorzaubern, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja, zu den 40 Jahren kommen wir gleich noch mal. Was für mich wichtig ist, jede Party bei Thunderbike endet mit genialen Bands, die wir am Abend erwarten. Dieses Jahr haben wir zwei Bands, die beide als Headliner taugen. Am Winkeln ist ja schon seit einigen Jahren die Achse der Rock'n'Roll-Welt, muss man schlicht und einfach mal sagen. Hier trifft man sich, ne? Also ich meine, was hatten wir schon für Bands? Wir hatten Boss Hoss, wir hatten Slade, wir hatten Status Quo, wir hatten Uriah Heep. Was fällt dir noch ein? Ja, Leningrad Cowboys. Ja, natürlich! Freunde, damit gebe ich zurück ins Hauptstadtstudio. Dankeschön. And I'm here at Jokerfest from Thunderbike Customs, and I'm here with Tito and Tarantula, and they just played their show, and it is super. I can say it on camera. It was fucking awesome. Thank you. How did you guys find it? Pretty good. The audience was really cool.
They all smell like motorcycles. Ooh. And that, you know, that gets your blood going. So what do you like about Germany? The currywurst. Currywurst, me too. So German. Yes, very German. I like liver soup. Okay. Or it's a liver ball. I think she meant soup. The audience. Oh, yeah, but the food is also good. I mean, well, when you have good food, you have good people. Yeah, for sure. Because they're making it with love. So, true. And you can tell. Yeah. And did you girls try the bratwurst or the currywurst? I had the veggie one. And did you get to spend some time around here at Jokerfest, check out the bikes, or did you arrive quite late? There's amazing bikes. I wish I had one. I like that one. You can choose one. Which one? I'm kidding. I'll take that one. The one that each one gets one. Oh, great. Love it. Finally. Sorry, Andreas. We want the closest one to us, that one. Yeah, that's a really pretty one. I love that one. We can put that on the bus. Do you ride? I did ride for many years ago for the, you know, the song we played, Motorcycle Girl? I did a video, and we rode these really old 1937 Indians. And that was the first time I ever rode a big motorcycle. But I don't have one of my own. And what's your favorite brand? It's Thunderbike Customs, right? Of course. Thunderbike Customs. Yeah. What else? If I had the coin to buy it, I would. But I don't. But you get one. Yeah. Now. So I get a discount. Yeah, yeah. So now. Sure. Discount of... I'll take the cheapest one they have. I don't... Have you. A great rest of the tour. You guys are amazing. I really adored it. And thank you as well. You guys are badass. Where were you, Raph? Yeah, where were you? We missed you. Thank you so much. Hi, guys. I'm here at Jokerfest with Andrew from Wolfmother. Hi, Andrew. Hey, how you doing? I was just going to ask you the same question. How are you? Good, good. Well, can't wait to play our first show of this European tour. Yeah. What's the difference between touring in Europe and Australia? Oh, the beers are so much better. And what are you expecting of the show tonight? Well, you know, I don't expect anything. That's my policy. Yeah. And do you have like a routine before you go on stage? Something that you're like, I need to do this before I go on? No. You just walk on and just do it. No, I mean, I remember someone saying the manager told the Beatles not to eat food on the stage. On the stage? Yeah, because they used to eat food in between songs. But I almost think it's the ultimate state to get to, that you're that relaxed that you could probably eat some food and then keep playing. That's but I think badass. They played for like 10 hours or something, so that's probably why. And are you working on a new album, on new music? Yeah, I've got 3 songs that I've put together that, I'm going to put that out soon. And what can we expect of the new music? It's like very riffy. And what is like your favorite song to play on stage? Like one of your songs that you like, this is one of the best and I love doing it. It's Joker. Jokerfest. Yeah, hell yeah. And you worked with Slash, like, on the song By the Sword, which is one collaboration that you really still want to do in the future. He may be dead or alive, or she. Ozzy Osbourne? Yeah, the Sabbath influences definitely came pretty easily, even without me knowing much about it or learning all their songs. It seemed to suit my style. So, I met Ozzy, and he was like, oh, yeah, you look like Jack. What is your favorite color? Favorite color? I'm kidding. Yeah.
richtiges Versehen von euch allen hier. Damit wir noch mal ein richtig geiles Bild von euch bekommen hier. Holt die Handys raus! Holt die Handys raus! Und jetzt kann's losgehen!